Mein Name ist Matthias Diet, ich bin 57 Jahre alt, ich bin von Beruf Rechtsanwalt. Und meine Hobbys sind Skifahren, Musik, Musik, Musik. Zur Musik bin ich gekommen, weil ich als Kind gerne gesungen habe. Und dann habe ich Klavierunterricht bekommen. Das fand ich anfangs gut, dann nicht mehr. Und dann habe ich irgendwann die E-Gitarre entdeckt. Mit der E-Gitarre habe ich dann die Leidenschaft entdeckt. Ich wollte in meiner Rockband spielen mit langen Haaren und lautem Sound. Das hat mich total fasziniert. Meine Karriere begann aus dem Proberaum heraus. Sozusagen kamen wir über einen Wettbewerb, einen Talentwettbewerb vom Süddeutschen Rundfunk. Also als professioneller Musiker hast du einen ganz anderen Tagesablauf. Wir haben, wenn wir im Studio waren, mittags um 12 angefangen und waren nachts um 2 fertig oder nachts um 3, je nachdem. Als Anwalt ist das anders. Der Höhepunkt meiner Karriere war sicherlich eine USA-Tournee mit Guns N' Roses in einem Package. Und ein riesiges Festival in Dortmund. Später war meine Karriere vor 10 Jahren ein Auftritt bei Wacken mit der alten UDO-Gang, der Band, in der ich spielte. Ich glaube, ich bin der einzige Anwalt in Deutschland, der nach Wacken fährt, vor 70.000 Leuten spielt, Heavy Metal, dann zurückfährt und wieder Akten bearbeitet. Ich habe mit der Musik aufgehört, weil die Zeit dafür im Grunde reif war. Wir waren eine Heavy Metal Band der 80er. Und Anfang der 90er drehte sich das Ganze. Da kam der Grunge auf, die Menschen, die Musiker hatten lange Bärte und so ein Hardrock, wie wir spielten, den wollten wir eigentlich nicht mehr hören. Und da war für mich der Punkt, dass ich sage, jetzt kann ich noch mal aus meinem Leben noch was anderes machen. Und das war die richtige Entscheidung. Wir sind hier in meiner Kanzlei, die ich mit meinen Partnern betreibe, MRD Rechtsanwälte in Köln. Ich arbeite hier als Anwalt und Partner und betreue meine Mandanten. Musik musste ich einen Großteil aufgeben für diesen Beruf, aber er macht mir unheimlich viel Spaß. Ich liebe es, meine Mandanten zu betreuen und ich nehme mir auch immer noch Zeit für die Musik. Also ich brauche die Musik als Ausgleich für meinen Rechtsanwaltsjob, weil das eine ganz andere Seite bedient und ganz andere Bedürfnisse befriedigt. Und das ist unheimlich wichtig als Ausgleich. Ich würde manchmal gerne mehr Musik machen, das ist wohl wahr, ja. Aber es fehlt mir halt die Zeit mitunter, ja. Ich freue mich schon, wenn ich mal Rentner bin, dann kann ich den ganzen Tag spielen. Musik ist für mich eigentlich mein Leben. Sowohl als Musiker vor allem, aber auch als Anwalt. Und ich freue mich unheimlich viel, in der Musikbranche auch machen zu können. Und mit Musikern zu tun haben, denn Musiker sind besondere Menschen.